Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Wir werden uns heute ein paar richtig leckere mediterrane Rippchen machen. Zubereiten werden wir die im Dutch Oven. Ich habe wie immer alle Zutaten hier stehen. Die gucken wir uns jetzt zuerst an. Dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. An Zutaten benötigen wir heute Paprika, Auberginen, Zucchini, Kartoffeln, Zwiebeln. Hier haben wir passierte Tomaten, dann haben wir hier noch eine Sriracha-Soße und als Gewürz werden wir heute von McAllister's Outdoor Cooking den Medi-Copter verwenden, weil das ist das mediterrane Gewürz schlechthin. Und hier haben wir noch unseren Hauptdarsteller, unsere Rippchen. Bei den Rippchen, da habe ich gestern Abend schon die Silberhaut entfernt. Im Anschluss daran habe ich sie komplett halbiert. Und zum Schluss habe ich sie mit dem Medi-Copter komplett eingewürzt, damit das Gewürz über Nacht schön einziehen kann. Wir müssen uns zuerst, wie immer, um das Gemüse kümmern. Dazu nehmen wir uns hier die Zucchini. Da schneiden wir uns die Enden ab. Und dann nehmen wir uns hier so einen Sparschäler und schälen uns nach für nach solche Scheiben runter. Dann folgt die Aubergine. Da machen wir wie eben die Enden ab. Oder das Ende ab. Und dann schneiden wir uns einfach nur dünn so ein paar Scheibchen runter. Nachdem wir jetzt die Aubergine und Zucchini fertig haben, werden wir uns hier die Paprika nehmen. Da werden wir auch einfach nur vorne runter solche Scheiben schneiden hier. Und dann machen wir uns einfach hier so das Kerngehäuse raus. Jetzt kommen wir zu unseren Kartoffeln. Die habe ich genommen, einfach nur unter Wasser abgebürstet, weil ich werde die Schale dran lassen. Wer das nicht möchte, der kann natürlich vorher die ganzen Kartoffeln schälen. Die müssen wir uns jetzt nur nehmen und werden die auch einfach nur in etwas dickere Scheiben schneiden. Jetzt zum Schluss werden wir uns noch die Zwiebeln nehmen und die müssen wir auch einfach nur in solche Scheiben schneiden. Ungefähr genauso dick wie die Kartoffeln. Die von mir geliebten Schnippelarbeiten sind erledigt. Jetzt werden wir uns unsere Soße herrichten. Dazu habe ich hier so einen Messbecher stehen und die passierten Tomaten. Die werde ich jetzt mal da reingeben. Da machen wir uns dann einen großzügigen Schwung von dem Medi-Copter rein. Im Anschluss daran nehmen wir die Sriracha-Soße. Auch da machen wir so einen richtigen Strutz dran. Wer es nicht scharf mag, der lässt sie bitte weg. Und jetzt müssen wir das Ganze einfach nur noch miteinander verrühren. Unsere Vorbereitungsmaßnahmen sind soweit abgeschlossen. Die genauen Mengen und das Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Zubereiten werden wir das Ganze heute hier in meinem 9er Dutch Oven. Das ist die Mein Dopf Edition von Barbecue Toro. Da werden wir jetzt unsere Rippchen reinschichten. Dazu machen wir den Deckel ab. Dann stellen wir uns den Dopf hier so schräg hin, wie er jetzt steht. Dann fangen wir an, nehmen uns ein so eine Leiter von den Rippchen, legen die unten rein. Darauf werden wir uns dann jetzt hier die Zucchini schichten. Dann kommt die Aubergine. Paprikas. Dann die Zwiebeln.
Da kommt jetzt noch so ein richtiger Schwung von den Kartoffeln drauf. Und dann nehmen wir uns hier wieder so eine Leiter von den Rippchen, machen die rein und drücken die auch richtig schön an. Dann nehmen wir noch eine kürzere, legen die schon gleich mit hier ums Eck rum. Und dann fangen wir wieder an, dass wir uns die Zucchini nehmen, legen die drauf aus. Das werden wir jetzt so lange wiederholen, bis unser Topf voll ist und natürlich alles aufgebraucht ist. Wir haben jetzt alles im Topf untergebracht. Das schaut jetzt so aus hier. Einmal zum Gucken. Da müssen wir jetzt final noch unsere Tomatensoße drüber geben. Die brauchen wir auch einfach nur ganz vorsichtig so hier drüber schütten, dass überall was hingekommen ist. So, das sollte genügen. Dann habe ich hier noch so ein paar Auberginen über. Die werde ich jetzt einfach so noch mit hier oben drauflegen, damit nichts verkommt. So, ist das erledigt. Müssen wir uns nur noch einen Deckel nehmen, drauf machen und fertig sind wir. Und wenn sich jetzt noch einer fragt, warum ich jetzt kein Bacon als Hitzeschutz genommen habe oder sonstiges, das Gemüse wird genug Flüssigkeit verlieren. Durch die Tomatensauce, die wir drüber gegeben haben, haben wir auch genug Flüssigkeit im Topf. Also somit wird uns nichts anbrennen. Die restliche Soße, die hebe ich auf, die werde ich morgen nehmen, werde mir ein paar Nudeln dazu machen. Und fertig ist das, so kommt die auch nicht um. Und jetzt werde ich die Kohlen durchglühen und dann sehen wir uns gleich am Dutch-Oventisch wieder. Am Dutch-Oventisch angekommen, habe ich meinen Anzündkamin schon mal voll mit Kohlen gemacht. Verwenden werde ich heute die Greek Fire Kohlen. Die werde ich jetzt durchglühen lassen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Topf hier zuhole. Unsere Kohlen sind jetzt soweit durchgeglüht. Ich habe jetzt unter den Topf erstmal 4 ganze Stangen. Das heißt, hier haben wir 1, 2, 3 und das ist zerbröselt, aber das ist dann eine ganze. Da werden wir jetzt unseren Topf draufpacken. Und oben packen wir dann jetzt nochmal so die restlichen Kohlen drauf. Oben habe ich dann jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, mit den 2 kleinen sind das 7 draufgepackt. Das Ganze muss jetzt 2,5 Stunden vor sich hin köcheln. Ich werde trotzdem zwischendurch mal reingucken, ob es obenrum jetzt nicht so viel Hitze ist, weil die Greek Fire doch ganz schön Bums haben. Aber wie gesagt, das lassen wir jetzt erstmal so und dann sehen wir uns später wieder. Die ersten 45 Minuten sind jetzt rum. Jetzt werde ich mal hier diese 2 Kohlen wegnehmen. Und wir werden mal reingucken in den Topf. Oh, ich muss sagen, das brodelt schön. Die Tomaten. Ja, das sieht gut aus. So werden wir das erstmal weiter brodeln lassen. Und sollte sich jetzt an den Tomaten nichts mehr tun, dass wir zu wenig Flüssigkeit haben, müssen wir dann doch ein bisschen mit Wasser auffüllen. Aber wie gesagt, es sind erst 45 Minuten rum. Ich werde nach 1,5 Stunden nochmal reingucken und dann geht es weiter. Etwas mehr wie 2 Stunden sind jetzt nochmal vergangen. Jetzt gucken wir noch einmal rein. Oh ja, ich hoffe, verdampft kann man was sehen. Oh, riechen tut es auf jeden Fall richtig geil. Aussehen auch. Ich gebe ihm jetzt noch eine halbe Stunde
Und da es da schon wieder dunkel ist, sehen wir uns dann am Tisch wieder. Da wären wir auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Mittlerweile wieder unter Flutlicht, weil die Tage doch recht kurz sind. Wir werden jetzt hier unseren Deckel öffnen, werden uns was auf den Teller geben und das Ganze probieren. Dazu nehmen wir uns einen so eine Rippe hier raus. Ich hoffe, sie bleibt einigermaßen dran. Jetzt habe ich sogar zwei. Ah, ihr seht, die zerfallen. Bleibt aber auch nicht aus. So, jetzt noch eine Lage Gemüse dazu. Oh, Junge, sieht das geil aus. Hier steht unser Teller. Hier haben wir unser ganzes Gemüse mit der Soße. Also gleich die perfekte Beilage dazu, die Kartoffeln und alles. Hier ist das Fleisch. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir unsere Knochen, ja. Ja, das geht super geil ab. Seht ihr, es bleiben nur noch die Knochen über. Oh, ich will jetzt probieren. Jetzt wird probiert. Ich fange mal hier mit dem Fleisch an. Hammer. Also das sind meine ersten Rippchen im Dutch Oven. Richtig zart, saftig auch noch. Also und mit dem Wrap dran, also mit dem Medicopter, geschmacklich einfach nur genial. Jetzt kommt unser Gemüse, was quasi gleich die Beilage ist. Auch das passt bombastisch dazu. Also, alles in allem eine richtig runde One-Pot-Geschichte. Wir haben eine Beilage, wir haben unser Fleisch, ist richtig lecker. Es ist natürlich auch klar, Rippchen ohne Rauch. Es gibt viele, die sagen, ich brauche das da dran. Ich brauche es jetzt hierbei persönlich nicht. Schmeckt so richtig gut. Wer da Bock drauf hat, der kann natürlich auch die Rippchen nehmen und vorher noch mal eine Stunde in Rauch stellen, bevor er sie in den Dutch Oven macht. Aber so wie das hier steht, ist das eine richtig geile Nummer. Macht das bitte nach. So, bevor sie mir jetzt drin auf die Barrikaden gehen, weil sie alle Hunger haben und warten müssen, noch mal ein kurzes Fazit. Also, das alles ist super stimmig, super rund. Auch das Gewürz, das macht sich tipptopp da drin. Auch hinterher mit der Tomatensoße oben drüber, das ist genial. Wie gesagt, zum Nachmachen empfohlen. Macht das bitte. Lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat oder ob ihr anderes Gemüse reingemacht habt, weil manche mögen keine Paprika oder Auberginen oder vielleicht auch sogar Zucchini und ersetzen das durch was. Schreibt es bitte in die Kommentare. Dann sind wir durch. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit, Weihnachtszeit. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.